Gib ihm mal alles, jopp. Hoppala, Entschuldigung, Junge. Oh, Entschuldigung, Frau. Halt. Na du, alter Haudegen. Ja? Was ist denn, Wolf? Nein! Ich war mit dem Greifenvertrag beschäftigt. Und? Bis dann. Bis später, Wesemir. Oh, jetzt ich mal, die hätte es abgenommen. Ich war noch nicht so weit gewesen. Ja, ist ja schon gut. Was hast denn du für ein Problem mit mir? Ah, Katzen. Brauchst du sonst noch was? Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Sieh's dir an. Essen. Essen, 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 Essen braucht man. Bringt 80. Ui, ui. Kostet Opfer. Sie sind eigentlich mit dem Fleisch, kann ich dir das verkaufen? Komm. 5 Sekunden. Ja, Wirkung. Es bringt aber nichts. Kostet oben. Unigwaben. Ah, hätten wir wahrscheinlich dann annehmen können. Hast du zufällig einen Zwergenschnaps? Siehst du, oder? Zwergenschnaps. Kann man nur leisten. Und sonst verkaufst du nichts mehr? Oder Handwerkszusatz erlegt werden. Ach, verkauft man sehr schnell. Es gibt bestimmt noch so viel. Kriegst auch alle zwei. Ziegenhaut kriegen wir bestimmt noch, Wolfsfell kriegen wir noch genug. Du kriegst alles. Fischernetz, Zähne. Gibt bestimmt einen Händler dabei. Und Werkzutaten gehen da weg. Schaufel gehen weg. Ziegenfell. Verwesendes Fleisch, das kriegst du da. Schweinehaut. Das kriegst du nicht. Nein, nein. Das bringt immer schön drauf. Blödsinn. Leb wohl. Dann brauchen wir jetzt noch Inventar für Alchemie, für die Schwalbe, Schöllkraut und Hüften. Ach, gute Frau. Brauchst du sonst noch was? Ja, hast du Schöllkraut? Das braucht man ja auch noch. Interessantes unter der Theke? Komm drauf. Hast du Schöllkraut? Nein, da müssen wir die. Zu der Krautfrau. Leb wohl. Leb wohl. Servus. Da ist unsere Truhe. Stecken wir da mal ein paar Sachen. Wie die zum Beispiel. Dich. Das verkaufen wir. Kostneitzki. Verkaufen wir alles. Kommen nicht Reiling? Jetzt kommt Reiling. Was ist mit den ganzen Büchern? Hast du schon gelesen? Hast du schon gelesen? Habe ich noch nicht gelesen? Hast du schon gelesen? Um Gottes Willen.
Mei, du schon wieder. Auf die Plätze, fertig, los. Was? Halt die Klappe. So. Was du nicht da, was? Grüß dich. Servus. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Der hat ja gar nichts. Was ich irgendwie brauchen könnte. Servus. Pass auf dich auf. Jetzt rutscht schon wieder weg. Schau mich nicht so an. Wo soll ich denn dann hinschauen? Hat die extra Leute. Furchtbar. Und sind da noch viele Fragezeichen. Garnison, Sägewerk, verlassenes Dorf. Das ist die gute Kräuterfrau. Alles. Wie sind da die... Kräuterfrau? Verlassene Dorf? Das war da. Zerstörtes Dorf? Flussgabelung? Kräuterfrau. Ah, da. Mensch. So blind. Überspringen. Ein Spitzwegerich. Der Wind heult. Ja, und jetzt? Wir sind so, oder? Schön Kraut! Oh, was ist denn das? Neues Handwerksschimmer. Oh nein. Verlieren wir die Nerven? Nein, ich wollte gerade. Hint mir das so viel oder spiel ich vielleicht ein bisschen schwer? Kann natürlich auch sein. Jetzt weiß ich, was der Späßl gemeint hat. Speichern ist dein liebster Freund.
sind wir denn da? Soll ich denn jetzt irgendwie Maxi? Nehmen wir es eben noch mehr. Jetzt mir aber kreuzweise. Warum nicht gleich so? So, jetzt kann ich schön den Trank machen. Die Schwalbe. Gegenstand herstellen. Sogar nicht aktiviert. Ah, bin ich komplett neben der Spur. Was doch eh richtig bin. Servus. Pusteblume. Und da war. Okay. Das muss man, man kann es nehmen. Fällt denn dir? Ah? Ein Hase? Habe ich die jetzt schon? So, aber jetzt. Hey! Ja? Kennst du eine Frau namens Claire? Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit. Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Nö, immer dann.
Ja? Ich hab den Trank. Ich hab einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei den Nekro aufgestanden? Sofort, aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. So, wieder gekriegt. Stufe 3, wuhu! Stufe 3. Oh, 50 Kronen. Giftextrakt. Verfluchtenöl. Verfluchtenöl. Schweiß und Blut. Ah, ich lese jetzt lieber ein bisschen für mich. Bin ja viel schneller in der Leser. So. Wie geht's weiter? Da ist noch ein Fragezeichen. Nicht erkundeter Ort. Dann schauen wir uns jetzt halt noch. Und dann ist für mich vorbei für heute. Renn schon den richtigen Weg. Fast. Ja, hast du ein Problem? Nein. Oh, das ist normal. Um die Uhrzeit liegen lauter Eier mehr rum. Oh, cool. Episch war der Kampf fürs Nekro, ne? Gib ich zu. Was ist jetzt los? Das geht aber jetzt, das ist aber jetzt schnell gegangen. Ghoulblut. Da ist noch was. Also das soll's für mich gewesen sein für heute.
Man sieht sie in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Wuhu. Jetzt muss ich aufhören, es wird mir schlecht. Servus, pfiat euch.